Hi und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video aus dem Fotografieren für Anfängerkurs. In diesem Video geht es um das sogenannte Belichtungsdreieck. Was ist es und wofür ist es da? Das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! In der Fotografie gibt es ja die drei Grundsäulen, die wir schon besprochen haben, nämlich die Verschlusszeit, die also angibt, wie lange der Verschluss der Kamera offen ist, wenn das Bild belichtet wird und dann auch ja quasi bestimmt, wie viel Licht auf den Kamerasensor fällt. Dann haben wir die Blende, was ja die Öffnung in dem Objektiv ist, die man weiter öffnen oder auch weiter schließen kann und auch bestimmt, wie viel Licht auf den Kamerasensor fällt. Und wir haben den ISO-Wert. Und den ISO-Wert, den kann man auch erhöhen oder heruntersetzen und damit das Bild nochmal heller oder dunkler machen. Das Belichtungsdreieck ist jetzt quasi eine Grafik. Und wie der Name schon sagt, Dreieck, haben wir drei Seiten, also auf jeder Seite eine dieser drei Säulen. Und mit Hilfe dieser Grafik, mit Hilfe dieses Belichtungsdreiecks, können wir quasi immer wieder auf die gleiche Belichtung kommen. Wenn ich jetzt also zum Beispiel die Verschlusszeit halbiere, dann muss ich auf der anderen Seite zum Beispiel die Blende um ein gewisses Maß öffnen, damit das Ganze von der Belichtung her immer gleich bleibt. An dieser Stelle möchte ich den Begriff des Blendenschritts einführen. Was ist ein Blendenschritt? Im Endeffekt kannst du ja zum Beispiel die ISO-Zahl verdoppeln. Und immer wenn ich diese ISO-Zahl wirklich verdoppel, also von 100 auf 200 zum Beispiel, dann spricht man von einem sogenannten Blendenschritt. Dann hat man quasi um eine Blende aufgehellt. Genauso gut könnte ich auch die Verschlusszeit verdoppeln und könnte damit auch eine Blendenstufe aufhellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Verschlusszeit von einer 60. Sekunde habe und diese Verschlusszeit dann verdopple, dann habe ich am Ende eine 30. Sekunde. Du wirst jetzt vielleicht feststellen, dass dazwischen ja noch immer Zwischenschritte liegen. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch eine 40. und eine 50. Sekunde einstellen. Das liegt daran, dass man die sogenannten Drittelschritte noch hat. Das heißt, zwischen jedem Blendenschritt gibt es immer noch die sogenannten Drittelschritte. Das ist beim ISO genauso. Wenn ich von 100 auf 200 erhöhe, dann ist dazwischen noch ISO 125 und ISO 160. Und dieses Dreieck verdeutlicht dir jetzt quasi, dass wenn du zum Beispiel die ISO-Zahl verdoppelst, dann hältst du das Bild ja um eine Blendenstufe quasi auf. Dann müsstest du, um die gleiche Belichtung zu bekommen, zum Beispiel die Verschlusszeit halbieren. Also zum Beispiel von einer 30. Sekunde auf eine 60. Sekunde, damit du dann am Ende auch wieder die gleiche Belichtung hast. Und wenn du den ISO von 100 auf 125 zum Beispiel nur stellst, dann müsstest du halt die Verschlusszeit von einer 30. Sekunde nur auf eine 40. Sekunde quasi verkürzen, damit du dann am Ende wieder die gleiche Belichtung bekommst. Und genauso geht das natürlich auch mit der Blende. Wenn ich zum Beispiel die Verschlusszeit von einer 60. Sekunde auf eine 30. Sekunde verlängere, dann mache ich das Bild ja damit heller. Und dann müsste ich die Blende quasi um einen ganzen Blendenschritt schließen. Also zum Beispiel von Blende 5.6 auf Blende 8, um wieder die gleiche Belichtung zu bekommen. Und das verdeutlicht quasi dieses Belichtungsdreieck. Wir haben in der Kamera eine sehr schöne Anzeige, also die sogenannte Belichtungsanzeige. Und die misst quasi immer, je nachdem welche Belichtungsmessung eingestellt ist, dazu gibt es dann auch nochmal ein extra Kapitel, ob das Bild quasi richtig belichtet ist. Und da gibt es eine Anzeige, die ist in der Mitte mit einer 0 versehen und geht dann nach oben 3 Blendenstufen und nach unten 3 Blendenstufen. Das heißt, sie zeigt dir an, ob du unterbelichtet oder überbelichtet bist oder korrekt belichtet. Und so kannst du dann sehr einfach herausfinden, ob du zum Beispiel beim überbelichteten Bild die Blende nochmal schließen müsstest, die Verschlusszeit verkürzen müsstest oder den ISO-Wert runterdrehst. Und gleichzeitig beim unterbelichteten Bild genau andersrum, da müsstest du den ISO hochdrehen, die Verschlusszeit verlängern oder die Blende weiter öffnen. Wir machen jetzt hier mal ein paar Fotos am Passo Giau in Italien und da werde ich dir einfach mal direkt in der Kamera zeigen, wie ich ja, die Einstellung verändere und dann entsprechend mit den anderen Einstellungen wieder gegensteuere. Los geht's! So, wir haben uns jetzt hier platziert mit der Kamera und ich finde, das ist erstmal ein sehr, sehr schönes Motiv. Vielleicht warten wir noch ein bisschen nachher, bis es ein bisschen dunkler wird. Wir haben jetzt auch leider keine einzige Wolke am Himmel.
macht aber nichts. Ich möchte mit dir jetzt mal durchsprechen, was ich jetzt hier machen kann, um ja, die Belichtung quasi gleich zu behalten und trotzdem die Einstellung zu verstellen. Ich habe ja jetzt, wie du siehst, die Blende 8. Das sieht man unten in den Einstellungen. Da steht F8. Links daneben steht eine 200stel, also eine 200stel Sekunde Verschlusszeit. Und ISO ist im Moment bei mir bei 64. Und jetzt hier auf der rechten Seite siehst du sehr schön, dass wir hier diese Anzeige haben, diese Belichtungsanzeige. Plus, 0 und Minus steht da und der Strich steht genau bei 0. Das bedeutet, die Kamera sagt mir, das Bild ist jetzt korrekt belichtet. Wenn ich jetzt mal einhergehen würde und sage, ich möchte die Verschlusszeit verkürzen, ich möchte also zum Beispiel eine 400stel Sekunde. Das heißt, in dem Fall würde ich jetzt die Verschlusszeit von einer 200stel auf eine 400stel halbieren. Dann siehst du, dass das Bild unterbelichtet ist, nämlich genau um eine Blendenstufe. Das zeigt jetzt hier auch die Belichtungsanzeige an. Da siehst du auch, dass diese Belichtungsanzeige immer genau in Drittelschritten unterteilt ist. Ja, also jeder Strich, der jetzt dazugekommen ist, ist quasi immer ein Drittelschritt. Wenn ich jetzt einmal die Verschlusszeit von einer 400stel Sekunde einen Schritt zurück mache auf eine 320stel Sekunde, dann ist genau einer von diesen Strichen weggegangen. So, und wenn ich jetzt also eine 400stel Sekunde haben möchte und damit fotografieren möchte, dann müsste ich jetzt entweder den ISO-Wert anheben oder ich müsste die Blende weiter aufmachen. Und zwar genau drei Drittelschritte, also eine Blendenstufe quasi. Dann müsste ich jetzt von Blende 8 auf Blende 5.6 gehen und dann ist das Bild wieder richtig belichtet. Mache ich jetzt einfach mal 1, 2, 3 Schritte und jetzt sind wir bei Blende 5.6 und das Bild wird wieder richtig belichtet. Wir sind jetzt also wieder genau bei 0. Andersherum, wenn ich jetzt die Blende wieder auf 8 stelle, dann könnte ich genauso gut auch den ISO-Wert anheben. Und zwar um drei Drittelschritte. 1, 2, 3. Na, jetzt bin ich bei ISO 125 und wir haben wieder genau die gleiche Belichtung. Und so kann ich jetzt mit den Einstellungen hin und her spielen. Sage ich jetzt auch, ich möchte ein bisschen mehr Schärfentiefe noch drin haben, deswegen wähle ich lieber Blende 11. So, und jetzt muss ich wieder gegensteuern. Zum Beispiel mit der Verdopplung der Verschlusszeit. Jetzt bin ich wieder bei einer 200stel Sekunde. Und dann habe ich wieder die richtige Belichtung. Das ist jetzt also dieses Zusammenspiel aus diesen drei verschiedenen Variablen. Und das ist ganz wichtig, dass man das verstanden hat, dass man quasi immer in Drittelschritten nach oben oder nach unten gehen kann und dass man mit diesen drei Variablen quasi spielen kann und damit das Bild sowohl in der Helligkeit, in der Belichtung, als aber auch mit anderen Effekten, wie zum Beispiel der Schärfentiefe, beeinflussen kann. Eine Kleinigkeit möchte ich zu dem Begriff Belichtungsdreieck noch erwähnen. Denn eigentlich ist der Begriff Belichtungsdreieck nicht wirklich fachlich richtig. Warum ist das so? Die Blende und die Verschlusszeit beeinflussen die Belichtung des Bildes mechanisch. Bei dem ISO-Wert ist es ein bisschen anders. Dort ist es ja quasi nur digital, dass das Bild aufgehellt wird. Ja, das ist ganz wichtig, dass die Belichtung und die Helligkeit, dass das zwei unterschiedliche Begriffe sind. Also der ISO-Wert verstärkt quasi nur die Helligkeit des Bildes und das auch nur digital. Deswegen ist der Begriff Belichtungsdreieck an dieser Stelle eigentlich nicht wirklich richtig, weil halt ISO nicht die Belichtung beeinflusst. Aber das nur so am Rande, für die meisten Fotografen bleibt es halt einfach das Belichtungsdreieck an dieser Stelle. Jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage, welche Variable du überhaupt als erstes einstellen sollst und wie überhaupt. Ich kann dir ja mal meine Vorgehensweise erklären. Als erstes stelle ich immer die Blende ein, denn mit der Blende habe ich das kreativste Werkzeug in der Kamera und kann also mit der Schärfentiefe arbeiten. Und das ist für mich immer so der wichtigste Punkt, wie viel Schärfentiefe möchte ich im Bild haben. Das kommt immer ganz drauf an, was ich gerade fotografiere. Zum Beispiel jetzt hier in der Landschaft, jetzt bin ich gerade unterwegs hier in den Bergen, da fotografiere ich immer mit einer sehr großen Schärfentiefe, mache die Blende also relativ weit zu. Blende 8, Blende 11, irgendwie sowas in die Richtung. Wenn ich Porträts fotografiere, dann fotografiere ich sehr gerne mit offener Blende, einfach um diesen schönen Effekt zu haben, dass ich das Motiv, also die Person, von dem Hintergrund schön freistellen kann. Also mache ich dort die Blende ein bisschen weiter auf. Das ist immer so der erste Schritt oder der erste Gedanke, den ich habe. Muss ich die Blende weiter schließen oder weiter öffnen? Auch zum Beispiel, wenn ich mitten in der Nacht fotografiere, dann fotografiere ich auch immer zwangsweise mit einer offenen Blende, weil natürlich dort dann auch wenig Umgebungslicht vorhanden ist. Also es geht nicht nur um die Schärfentiefe, es geht natürlich auch um das Umgebungslicht, was du noch besitzt. Dann stelle ich als nächstes die Verschlusszeit ein. Und auch da muss ich mir wieder überlegen, möchte ich Bewegungsunschärfe oder nur Bewegungsschärfe quasi haben? Das heißt, soll wirklich alles komplett scharf sein, auch wenn wir bewegende Objekte mit im Foto drin haben. In der Sportfotografie zum Beispiel ist es ganz klar, ne, da muss ich dann halt auch eine sehr kurze Verschlusszeit einstellen, damit das Motiv dann wirklich auch am Ende komplett scharf ist.
Und auch wenn ich aus der Hand fotografiere, brauche ich eine gewisse Verschlusszeit, damit ich nicht selber mit der Kamera zu sehr wackle und damit eine Bewegungsunschärfe hereinbringe. Das ist also Nummer zwei. Und wenn ich diese beiden Komponenten eingestellt habe, dann kommt für mich zum Schluss der ISO-Wert. Und der ISO-Wert, den versuche ich immer so gering wie möglich zu halten. Einfach, weil ich die bestmögliche Bildqualität in der Kamera haben möchte. Und da geht es nicht nur darum, dass weniger Rauschen vorhanden ist, da geht es auch darum, dass die Farbtreuheit quasi noch vorhanden ist. Da geht es darum, dass ich genug Dynamikumfang habe, weil all das verschlechtert sich, wenn du den ISO höher drehst. Und auch insgesamt die Schärfe des Bildes lässt natürlich dadurch ein bisschen nach. Deswegen probiere ich den ISO-Wert immer so gering wie möglich zu halten. Wir hatten ja schon darüber gesprochen in dem Video über ISO, dass sowieso jede Kamera ein bisschen anderes Rauschverhalten hat. Dementsprechend lerne da deine Kamera einfach so ein bisschen kennen, wie weit du mit dem ISO-Wert gehen kannst, ohne dass es dich stört, ohne dass dieser negative Effekt zu doll wird. Aber deswegen stelle ich auch den ISO-Wert immer ganz zum Schluss ein, weil es wirklich dann nur noch so ein kleiner Push sein soll. Wenn mir da noch ein bisschen Helligkeit im Bild fehlt, dann drehe ich den ISO ein bisschen höher. Ansonsten probiere ich alles mit der Blende und der Verschlusszeit zu regeln. Das war's mit dem Kapitel zum Thema Belichtungsdreieck. Für dich heißt es jetzt wieder, die Kamera nehmen und rausgehen und probieren, mal die verschiedenen Einstellungen zu ändern. Also zum Beispiel die Verschlusszeit zu verändern und dann entsprechend mit der Blende oder der ISO-Zahl gegenzusteuern, sodass du immer wieder auf die gleiche Belichtung herauskommst. Und dann schau einfach auch auf die Belichtungsanzeige in deiner Kamera, ob sie dir anzeigt, dass du richtig belichtest. Und das ist dann im Endeffekt der Schlüssel dazu, dass du immer ein korrekt belichtetes Bild hast und gleichzeitig auch bestimmen kannst, wie kurz die Verschlusszeit sein soll oder wie lang die Verschlusszeit sein soll, um eine gewisse Schärfe im Bild zu haben und gleichzeitig natürlich auch die Schärfentiefe mit der Blende zu beeinflussen. Also all das spielt jetzt quasi miteinander zusammen und für dich heißt es jetzt, mit diesen drei Variablen immer das perfekte Bild zu machen und die perfekten Einstellungen für deine Kamera zu treffen. Das erfordert eine ganze Menge Übung. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du da sehr viel mit übst. Und ich empfehle dir deswegen, jetzt direkt mit der Kamera rauszugehen und das Ganze auszuprobieren. Wir sehen uns im nächsten Kapitel wieder. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Fotografieren.